Heute im Test, total lecker, die Edelbitter mit Edelkakao aus Ecuador angepriesene Rittersport Schokoladentafel. Hier ein kleines Teststück, schön abgedunkelt, ihr seht es am Mikrofonschatten. Das Besondere bei dieser Schokolade ist, man sieht das ganz dezent oben hingewiesen, kleine Stücke für den besonderen Bittergenuss. Bla bla bla, ein wenig andere Verpackung. Aber das wirklich Tolle bei der Schokolade, ihr werdet euch kaum festhalten vor wackelnden Ohren auf euren Sitzen zu Hause vom Computer ist. Es hat 73% Kakao und ist total schwer mit einer Hand zu brechen, aber schmeckt für eine so bittere Schokolade sehr, sehr gut. Und jetzt schauen wir mal, bei Rittersport wird ja immer viel kritisiert. Stiftung Warentest lässt grüßen, wie böse sie sind, auf die Inhaltsstoffe. Und wenn ihr genauso tolle Adleraugen habt wie ich, könnt ihr sehen, dass das Tolle an der Schokolade ist, dass bei 100 Gramm lediglich 23 Gramm Zucker sind. Sprich, tolle, gesunde, leckere Fettsäuren, wenig böser Zucker, eure Zähne und eure Leber werden es euch danken. Und es ist der beste Genuss von Schokolade, ohne dass man gleich die super High-End-Schokolade beim, keine Ahnung, Johnny Depp um die Ecke bei Schokolade kaufen muss für 4 Euro das Stück, sondern die kostet im Supermarkt irgendwas zwischen 70 Cent und 1 Euro und ist wirklich eine sehr leckere Edelbitter-Schokolade und nicht so bitter, dass man einen Brechreiz bekommt. Vielen Dank. Edelbitter aus Ecuador.